Viel fehlt nicht mehr. Dann könnte der DAX wieder die 10.000er-Marke knacken. Wird ihm das noch in dieser Woche gelingen? Herzlich willkommen zum Börsenplatz, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Und heute wieder mit dem Wochenausblick. Ob ihm das gelingen wird, dem DAX, das hängt natürlich davon ab, was es an wichtigen Terminen gibt und wie vielleicht die Reaktionen darauf sind. Mario Draghi beispielsweise wird am Donnerstag über die EZB-Sitzung berichten und könnte vielleicht, und er hat es ja in der Vergangenheit öfters mal geschafft, dem DAX wieder zusätzlichen Schwung verleihen. Mehr dazu heute von Lars Kolbe. Er ist Geschäftsführer der Fondsgesellschaft Aqualutum und er ist Co-Manager des ME-Fonds Special Value. Lassen Sie uns noch mal kurz auf den DAX eingehen. Der hat ja fulminant im November zugelegt, hat ja keiner so richtig erwartet. Ja, die Frage ist einfach, ist jetzt der DAX überkauft? Ja, um den November zu verstehen, muss man vielleicht sogar noch mal kurz auf den Oktober zurückblicken. Der war ja wackelig, sage ich mal, sehr schwankungsreich und leider sind da einige, ja, wie man sagen muss, Mutlose rausgeschüttelt worden aus dem Markt. Die gucken jetzt dem fahrenden Börsenzug hinterher. Der November war in der Tat fulminant. Sehen Sie nur mal den S&P 500, 500 Standardwert in Amerika, wo gerade mal 39 von 500 überhaupt ein negatives Vorzeichen hatten. Das war eine ordentliche Entwicklung und in der Tat in den letzten Tagen, in der letzten Woche ist einiges vielleicht ein bisschen sehr schnell gegangen, könnte man fast sagen, leicht überkauft, in der Tat. Aber wir haben ja vielleicht dann doch die Jahresendrallye, vielleicht hat sie ja schon begonnen, vielleicht ist sie auch wieder vorbei. Wir gucken mal auf die Termine in dieser Woche. Ich hatte schon erwähnt, die EZB-Sitzung ist am Donnerstag, aber wir haben die Arbeitsmarktdaten in den USA auch. Und wir haben das Pagebook, da erfahren wir etwas über die Konjunktur in den USA. Auf jeden Fall erst nochmal zur EZB-Sitzung. Was erwarten Sie? Es ist ja mehr oder minder angedeutet, angekündigt, dass man bereit ist, auch Staatsanleihen zu kaufen. Wird es schon in dieser Woche dazu kommen? Ich denke, wenn man in den letzten Sitzungen der EZB guckt, Mario Draghi hat den Markt immer unterstützt und er wird auch in diesen Tagen ganz genau hingucken, welche weitere Unterstützung da vonnöten ist. Bisschen schwer momentan für uns zu prognostizieren, was er an diesem Tag tun wird. Wenn er es für nötig hält als Support für den Markt, wird er da vielleicht einen leichten Hinweis geben. Aber ich glaube, da ist in den letzten Wochen schon viel Positives getan worden. Wir brauchen, glaube ich, kein Störfeuer zu erwarten von der EZB in diesen Tagen. Schauen wir uns mal zwei Werte an, die diese Woche Furore machen könnten, in die eine wie die andere Richtung. Bei E.ON wird der Konzern komplett umgebaut. Das hat schon zu positiven Reaktionen geführt. Und bei der Lufthansa haben wir erstmal den Streik und außerdem die Aufsichtsratssitzung am Mittwoch, auf der dann endgültig entschieden wird, wie das mit der neuen Unternehmensstruktur ist, mit den Billigflügen auf der einen Seite und den Premiumflügen für die Langstrecke auf der anderen Seite. Das wird ja von den Gewerkschaften heftig bekämpft, auch wenn es vordergründig erstmal um die Altersvorsorge geht. Was muss man bei diesen beiden Werten ins Kalkül nehmen? Vielleicht an der Stelle ganz kurz, das sind Werte, die wir in unserem Fonds im Special Values nicht investiert haben. Gibt es auch ganz handfeste Gründe dafür. Fange ich mal mit der E.ON an. Die Aktie, wie Sie richtig sagen, hat im Vorfeld profitiert. Aber wovon? Von Ankündigungen. Wir wissen ja gar nicht, was passiert. Da wird also umgebaut. Einige Bereiche, Energie, Kernkraftwerke etc. sollen verändert werden. Aber was wird der neue Schwerpunkt sein? Das wissen wir noch nicht. Also aufgrund von Vorschusslorbeeren und vagen Andeutungen machen wir natürlich nichts. Und ich würde auch Anlegern empfehlen, da erstmal genau hinzuschauen, sich die neue Strategie anzuschauen und dann zu entscheiden. Die Lufthansa, das ist spannend. Spannend auch für die Leute, die fliegen wollen im Moment. Da gehe ich mal von der Börse weg. Das ist eher frustrierend. Das tut allen weh. Das Wording ist sehr heftig teilweise. Man wirft sich da einiges vor seitens der Pilotengewerkschaft und der Führung. Man muss eines sehen, die Lufthansa hat es auch nicht leicht. Sie ist einer der großen Konzerne, die nicht vom Staat sehr tatkräftig subventioniert werden. Denken Sie an Singapore Airlines oder andere Qatar Airways, die da eigentlich nicht so auf die Kosten achten müssen. Das musste Lufthansa allerdings tun. Die Forderungen der Piloten sind nicht ganz ohne, das muss man sagen. Ich bin gespannt, wie die Einigung kommt. Kernpunkt ist allerdings die Frage strategisch, wie richtet man sich aus? Geht man in dieses Billigsegment weiter rein? Auch das ist sehr, sehr spannend. Muss man auch erstmal abwarten und dann in Ruhe bewerten. Auch da ist es im Vorfeld ein bisschen schwierig, eine Einschätzung zu geben. Positiv allerdings noch natürlich die niedrigen Kerosinpreise durch den sinkenden Rohölpreis. Das ist ein
Anschub für die Lufthansa. Ja, da sind wir schon wieder gerade auch beim Thema. Wir haben Ölpreise, man könnte fast sagen, im freien Fall. Das ist gut eigentlich für die Konjunktur. Die meisten reden noch nicht so gerne darüber. Aber es hat natürlich unter Umständen für die Frage Konjunktur in Europa, aber auch in anderen Ländern, einen ganz wichtigen Impact. Was erwarten Sie also? 60 Dollar für Brent, völlig ausgeschlossen? Ich glaube, wir sind hier in einer Sendung über die Börse völlig falsch, über das Thema zu reden. Da muss man, glaube ich, in einer politischen Sendung, in einem Politik-Talkshow drüber reden, weil hier reden wir über Politik und nicht über ökonomische Fundamentaldaten. Da geht es um ganz handfeste, wahrscheinlich geopolitische Interessen. Amerika und Saudi-Arabien sind da irgendwie miteinander. Sie wissen ja auch, wer die Leidtragenden sind. Nicht gerade die Freunde dieser beiden Parteien. Also ich glaube eher, dass wir da uns auf weiter sinkende Preise in der Tendenz einstellen werden müssen. Wobei man aufpassen muss, dass natürlich das spannende Thema Fracking, also die neue Art der Energiegewinnung und Ölgewinnung und Gas in Amerika, auch an einem bestimmten Preislevel nicht mehr einträglich ist. Da ist irgendwo eine Grenze gesetzt, wo die ist, vielleicht bei 65 Dollar pro Barrel in dieser Größe. Noch viel tiefer, glaube ich, wird es nicht gehen. Sie haben ja in Ihrem Portfolio auch einen Fonds für Rohstoffe und Minenwerte, also deswegen natürlich die Frage nach dem Gold. Gold hatte ein bisschen wieder zugelegt und dann kam die Schweizer Goldinitiative, die nicht angenommen wurde. Und dann gab es wieder einen richtigen Schock nach unten. Also irgendwie hat man das Gefühl, die 1200 schafft der Goldpreis nicht zu überwinden. Ist das Thema Gold eigentlich mehr oder minder erledigt und damit auch das Thema Goldminen? Nein, das glauben wir nicht. Wir bleiben da bei unserer langfristigen Einschätzung. Gold ist eine Art Versicherung. Gold würde profitieren von Inflation, Gold würde profitieren von großen, größeren Krisen. Und diese Krisen, die kann man überhaupt nicht ausschließen. Wir erwarten da jetzt nicht kurzfristig aus dieser oder jenen Ecke irgendwelches Ungemach. Aber dass nun alles in so einer Art Goldilocks-Szenario ist, wie man sagt, also alles schön, alles gut, das sehen wir nicht. Insofern eine Art Versicherungsprämie. Es gab früher mal diese goldene 10%-Regel. 10% Gold im Portfolio zu haben, finde ich nach wie vor nicht ganz uninteressant. Wenn man in der Lage ist, auf große Erwartungen bezüglich der Wertentwicklung mittelfristig mal zu verzichten. Ja. Gut, aber wir haben ja immer noch die Aktien und die Aktien sind in einer guten Bewegung. Wie sind denn Ihre Erwartungen für diese Woche? Also 10.000 ja oder nein, das ist die Frage. Wenn ich das wüsste. Aha. Schwierige Frage. Wir sind ganz in der Nähe. Der Markt hat ja 2-3 Versuche schon übernommen. Also wir halten es für denkbar. Wir hatten auch zu Jahresbeginn tatsächlich mal uns vorstellen können, dass wir bei 10.500 Punkten landen könnten zum Jahresende. Das hatten wir ehrlich gesagt zwischenzeitlich ein wenig aufgegeben. Jetzt kratzen wir in der 10.000er Grenze. Irgendwo in der Ecke wird sich das wahrscheinlich einpendeln. Große Rückschläge erwarten wir nicht mehr, weil schlicht so viele Anleger unterinvestiert sind und vielleicht zum Jahresende auch Aktien zeigen wollen im Portfolio. Also, das wäre genau jetzt die Frage, wie Anleger reagieren sollten. Also, wenn das stimmt, was Sie sagen und jetzt noch viele kaufen werden, dann haben wir natürlich noch einen richtigen Schwung. Dann kann man jetzt noch Aktien kaufen. Wenn aber der Markt überkauft ist und erfahrungsgemäß im neuen Jahr ist unter manchen Ständen noch ganz schön runtergehen kann, dann ist es vielleicht sinnvoller abzuwarten. Wie würden Sie das im Augenblick sehen und welche Aufteilung von Assetklassen würden Sie empfehlen, um es noch mal ein bisschen breiter zu formulieren? Also ich stimme Ihnen völlig zu. Wir reden jetzt über die 10.000 Punkte Grenze. Eigentlich kaum vorstellbar, dass es gerade mal 5 oder 6 Wochen her ist, dass man zu 8.300 Punkten den DAX einkaufen konnte. Daran sieht man, wie schnell es geht. Und das wird auch nicht viel anders sein. Es wird immer wieder Rückschläge geben. Es wird eine gewisse Volatilität geben. Und dass man da nochmal zu einer tiefen 9.000 Punkte wird einkaufen können in naher Zukunft, ist absolut denkbar. In solchen Fällen empfiehlt sich ja immer ein gestaffelter Einstieg in den Markt. Man kann heute ein bisschen was kaufen, aber bloß nicht alles auf den Tisch legen. Ich stimme Ihnen zu, kurzfristig ist es jetzt vielleicht ein bisschen sehr schnell, sehr hoch gelaufen. Da muss man nicht heute unbedingt mit dem vollen Umfang des Portfolios in Aktien gehen. Was machen Sie in Ihrem Fonds? Haben Sie da ein bisschen Kasse aufgebaut oder sind Sie voll investiert, sodass Sie jetzt einfach gelassen abwarten? Gelassen sind wir sowieso, weil wir sehr, sehr gute Werte haben, wie wir meinen. Wir gucken sehr stark auf die Qualität bei den Werten. Wir haben für alle unsere Werte, das sind 31 aktuell, Kursziele. Und wir sind noch sehr, sehr weit von diesen Kurszielen entfernt.
Von daher sind wir sehr zuversichtlich. Was die Kassequote angeht, aktuell 6%. Das ist aber ein Standardwert. 4, 5, 6% haben wir immer, um reagieren zu können. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also alles noch paletti, alles noch in Ordnung an der Börse. Die Jahresendrallye läuft, auch wenn es mal wegen der überkauften Situation kurzfristig nach unten gehen kann. Und wenn man die richtigen Werte im Blick hat, dann ist wieso die Aussicht auch in das nächste Jahr hinein außerordentlich positiv. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.